Willkommen, willkommen, willkommen zurück zum Let's Play von Fable Anniversary. Und ich habe schon wieder keine Ahnung, was wir überhaupt machen wollten. Ja, ich weiß bloß noch, dass wir Nebenquests gemacht haben. Ich weiß aber nicht mal, was wir jetzt direkt danach machen wollten. Also direkt nach dem Nebenquest, die wir bisher schon erledigt haben. Weiterspielen? Ich muss ja zwei Folgen aufnehmen und dann ist hier auch Sense für heute, also nicht ganz für heute, sondern ist Sense mit der Aufnahme und dann mache ich noch ein bisschen was für GTA und dann, ja, mal sehen. Rendere ich wahrscheinlich auch schon die erste Folge hier von den zwei nachaufgenommenen, also von den zwei nachaufgenommenen Projekten, die ja hier für den Rest der Woche. Ich muss sagen, das geht erstaunlich gut, wenn man von den ganzen Projekten, die ich habe, schon drei Folgen im Voraus immer macht, dann geht das wirklich angenehm, muss ich sagen, sehr angenehm. Ist nicht mehr so abgehetzt, wie es dann noch letzte Woche war, wo mir die Folgen ausgegangen sind. Da war ja nicht so schön. Na gut. Aber ich will halt auch die Minecraft-Dinger möchte ich eigentlich im Generellen nicht so weit im Vorlauf lassen. Aber beim Let's Build hatte ich jetzt einfach keine andere Möglichkeit, als ewig für aufzunehmen, weil das halt ein sehr, sehr zeitintensives Projekt ist. Ach ja, genau, wir hatten die Angel und den Spaten gefunden. Und wir wollten doch gar nicht zum... Wir wollten zum Barber. Zum Babbe. Zum Babbe wollten wir nochmal. So. Ja, ich komme gleich nochmal. Wir müssen nur mal kurz zum Babbe. Das ist hier. Guten Tag, Sensenmann. Ja. Ich möchte mich einmal umsehen, danke. Die Niki versperrt mir gerade das Bild. Normaler Haarschnitt. Die Säge. Der Kochtopf. Glatze. Glatze macht attraktiver? Wer hat denn das entschieden? Normaler Bart, Standardbart. Oh. Koteletten, die haben keinen Gruselfaktor, machen aber attraktiver. Ich verarsche, Rauschebart. Gruselfaktor 48, machen aber auch, wir sind weniger attraktiv. Nassrasur, ist alles weg. Können natürlich erstmal kurz eine Sassrasur machen, ja. So. Handelsmann-Schnäuzer. Hat genauso einen hohen Gruselfaktor wie Attraktivität, na super. Kraftmaxenschnäuzer. Minus 49 Gruselfaktor. Und plus 49 Attraktivität. Sheriffschnäuzer. Macht beides plus Gruselfaktor. Aber der ist eigentlich... Aha, der ist also was für die Guten. Hätte ich nicht gedacht. Der Rauschebart wiederum ist mehr für die Bösen. Der ist nur was für die Guten. Dann machen wir uns einen Rauschebart und Glatze, würde ich sagen, wa? Also Kraftmaxen, Schnäuzer und Bart, so. Und Glatze. Mütze, Glatze. Minus 50, plus 50. So, jetzt sind wir ein äußerst attraktiver. Die lieben uns alle, weil wir Whisper verschont haben, siehst du? So, jetzt können wir auch zum Schmied gehen und gucken, was der uns anbietet. Wir haben ja eh keine Kohle mehr, scheiße. Den haben wir ja schon auf den Kopf gehauen. Ich glaube, wir können euch Alvin, der Schmied. Wir haben kaum noch Kohle. Das heißt, von der neuen Waffe brauchen wir sowieso bloß träumen. Warte. Hallo? Ich will nur einmal... So, jetzt. Was haben wir momentan? Ich glaube, wir haben so ein Großschwert. Ich glaube, wir haben ein Meisterschwert momentan, ne? Oder Obsidian Großschwert? Nee, wir haben Obsidian... Ich glaube, wir haben Meister momentan schon. Verkauf. Was haben wir denn da? Das haben wir alles. Eisenlangschwert haben wir noch drin. Obsidianlangschwert. Das haben wir. Obsidian. Ach, ich glaube, wir tragen momentan das Katana da. Der Großhammer. Möchte ich erstmal noch kurz behalten. Das Eisenlangschwert können wir, glaube ich, auf jeden Fall verkaufen. Schaden 30, ja.
weg. Verkaufen. Das Katana, das Langschwert nutzen wir momentan nicht, ne? Ach, die kann er gar nicht kaufen, oder was? Hm. Eichenholz, Langbogen. Was haben wir gesucht? Eisenlangschwert hat er sogar gesucht. Mensch, siehst du? Hm. Warum können wir die denn nicht verkaufen? Steht das irgendwo? Nö. Schade. Siehst du, hat er Rüstung gehabt, sag mal? Nee, hat er nicht, aber bloß für Waffen. Okay. Ja, ich weiß. Achso, da unten ist das Ding. Ja, ich bin gerade wieder maximal verwirrt. Sorry dafür, aber... Ach, wir können auch einfach so reisen. Ich bin blöd. Dabei habe ich das vor kurzem gespielt. So, wir können ja auch so reisen. Ich bin blöd. Dabei habe ich das vor kurzem gespielt. So. Also. Wir mussten nach, wenn ich mich richtig erinnere, in die Heldengilde. Wo waren das jetzt? Hallo? Achso, Heldengilde. Also da. Teleportieren. Und dann müssen wir die Olle in... Müssen wir uns noch ein Haus suchen. Am besten nehmen wir dann die Olle, die wir den Teddy am Anfang zurückgebracht haben als Frau. Und da haben wir auch eine Familie gegründet. Ist auch große Pläne gefasst hier. Vandalismus am Fremdeneintritt wird in Städten nicht geduldet. Achtet auf die Wächter. Naja. Also ich glaube nicht, dass die irgendwas ausrichten könnten, wenn da ein Held Amok läuft. Ich frage mich sowieso, wie die es geschafft haben, Fable 2 die... Ich möchte jetzt nicht spoilern. Andererseits ist es bei uns sowieso so, dass wir rückwärts spielen. Von daher. Naja. Gut. Sag ich es oder sag ich es nicht? Naja, also ich wollte halt eigentlich erzählen, dass es. Achtung, Spoiler. Wenn ihr das nicht hören wollt, am besten irgendwie 10 Minuten so ein bisschen Ton ausmachen, ganz kurz, bis ich mich dreimal im Kreis drehe. Und zwar frage ich mich, wie die Leute von Albion es geschafft haben, überhaupt die Heldengilde platt zu machen. Jetzt sind doch alle Lowbobs, die haben doch gar keine Chance gegen die ganzen Helden. Also nur mal so nebenbei. 1, 2, 3. So. Also nur mal so nebenbei, das ist, finde ich kurios. Aber gut, soll jeder seine kreative Freiheit haben. Seit wann rennt hier eine Wache rum? Jetzt müssten wir ja angeln können eigentlich. Die gab es, glaube ich, gleich zwei Angelstellen. Da gab es ja einmal die hier und die andere noch. So. Hallo? Ach, da ist er ja. Mhm. Warte, bis ihr einen Ruck am Haken spürt und drückt dann die A-Taste, um die Schnur einzuholen. Drückt immer weiter die A-Taste, um den Fisch einzuholen. Sobald der Fisch die linke Seite des Balkens erreicht hat, habt ihr ihn gefangen. Wartet mit dem Einholen, wenn er Fisch zieht, sonst könnt ihr die Leine reißen lassen. Die Leiste wechselt die Farbe von grün nach rot, wenn die Spannung zunimmt. Okay. Hä? Zug zu hoch. Sag ich nicht mehr, sag ich, ist die Angel jetzt im Arsch oder was? Nee. Also nochmal. Ich verstehe das Prinzip nicht ganz. Ah ja. Okay. Achso, wir müssen aufpassen, dass die Zugspannung nicht zu hoch wird. Okay. Was? Er ist entwischt? Willst du mich verarschen? Er ist doch... Hallo, es ist ein Pilz, den ich da angel. Es ist da wohl ein Scherz.
Das Angelprinzip, das ist ja... Also komm, das ist ja wohl... Das ist ja der größte Huhn hier. Hallo? Ich habe auch das Gefühl, ich habe darauf überhaupt keine Auswirkung, keine größere. Komm, jetzt hol ihn dir! Was macht er denn da? Der drückt überhaupt nicht. Der lässt das einfach wieder... Das gibt's nicht. Hallo, hol... Jetzt zieh ihn rein, Alter. Jetzt komm... Ich hasse Minigames, Alter. Ich hasse sie. Vor allem, wenn sie so scheiße sind wie die hier. Der macht nichts. Ich soll A drücken, aber holt ihn nicht ein. Was bist du denn für ein Schwächling? Du wirst da wohl so einen kleinen Karpfen aus dem Wasser ziehen können. Da hängt doch kein Wal dran. Alter. Los, weiter. Ihr habt ihn fast gefangen. Komm. Ihr habt ihn fast gefangen. Geht doch. Blauer Pilz. Info. Dieser Pilz ist extrem selten. Normalerweise wächst er hoch in den Bergen. Der Pilz sollte eine merkwürdige Wirkung auf Armen, sie essen. Ah ja. Gut, das war der eine. Was wolltest du eigentlich haben? Ist dunkel. Nur Licht offenbart ihn. Und ihr seid nicht helle genug. Achso, da müssen wir ein komplett guter sein, schätze ich mal. Na gut. Welche Tür war denn das mit den strahlenden, mit der glänzenden Rüstung? War das die in den Grabhügelfeldern? Gut, wir haben sowieso jetzt einen blauen Pilz. Ich weiß, in Oakwell gab es auch noch einen. Ich möchte ganz erstmal ganz kurz zu den Grabhügelfeldern. Da gab es nämlich auch noch das eine Tor. Das da. Ich glaube, das war nämlich das mit den glänzenden Rüstungen. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Das gucke ich erstmal. Und von da aus können wir dann noch einfach nach Oakwell laufen. Das ist dann kein Problem mehr. Barrowfields. Naja. Gut, das mit dem Angeln, das... ich ziehe und ziehe und ziehe und der macht einfach kaum was. Ich habe jedes Mal gedrückt, wenn da stand einholen und so, ne? Aber trotzdem hat er... Wollte er das irgendwie nicht machen. Guck, da unten stehen die Händler. Unser Heiligenschein ist da. Da ging es ja zum Anwesen der Familie Gray. So, und hier müsste es zur Tür gehen. Die ja so ein bisschen versteckt lag. Oh nein, genau, nicht schon wieder. Noch ein knochiger Abenteurer, der meine Reichtümer Ich will Fleisch, fettes, dickes, schweinig. Seid kein Sklave der öffentlichen Meinung. Und ja, esst mehr. Esst euch. Hallo, nein, noch mehr. Ja, oh mein Gott. Okay, das war er nicht. Wo war denn die blöde Tür? Ich gehe jetzt nochmal alle Türen ab. Weil wir haben eine komplett glänzende Rüstung. Warte mal, vielleicht sollten wir auf die Karte. Ich bin jetzt kurz nur auf die Karte und guck mal alle Dinge ab, die wir haben. Karte. Die Arena. Zoom. Heranzoomen. Da war nichts. Ich gehe mal nach ganz oben. Aussichtspunkt. So. Heranzoomen. Keine. Picknickplatz heranzoomen. Keine. Südbauerstone heranzoomen. Keine. Oakwell heranzoomen. Keine. Greatwood Callistor heranzoomen. Auch nicht. Heranzoomen. Auch nicht. Da war auch keine. Verlassene Straße. Da ist eine. Da müssen wir zur verlassenen Straße. Das ist vom Zwillingsklings Lager zu erreichen, wa? Also verlassene Straße, gehen wir mal ganz kurz, machen wir mal so. Verlassene Straße ist eins. Darkwood Eingang ist keins. Witchwood Callistor ist keine. Die Arena,
Not Hollow Glade, da ist eine, die will aber, dass wir Schütze sind. Die hier will uns fett sehen. Haus der Familie Grey, da ist das auch eine. Okay, die müssen wir uns auch nochmal ansehen. Der Felsspitzenpfad. Da ist keine. Greatwood Eingang. Da ist auch keine. Greatwood Höhlen, da ist eine. Muss mal gucken, dass wir da auch noch hinkommen. Nordbowerstone, da ist keine. Greatwood Schlucht, da ist auch eine. Also praktisch den kompletten Greatwood nochmal durch, Alter. Oh, verdammt. Eine Arbeit. Oakvale ist nichts. Da müssen wir aber nochmal hin wegen den Pilzen. Feldengilde, da waren wir gerade. Witchwood Steine, die haben wir ja schon. Avus Tempel, da ist auch keine. Welche war denn das nur mit den... Wir gehen erstmal zu der, die da bei der Familie Grey ist, weil der sowieso gerade in der Nähe ist. Oder sowieso gerade... Achso, wir tragen, glaube ich, das Obsidian-Katana, wenn ich jetzt gerade richtig sehe. Vielleicht konnten wir es auch deswegen nicht verkaufen. Da durften ja auch keine Viecher sein. Da war ja eigentlich nichts. Haus der Familie Grey. So, da war ja im Grunde eigentlich gar nichts. Und danach... Was habe ich gesagt? Darkwood Lake war, glaube ich. Ne, Darkwood Hüllen und Darkwood... Darkwood Lake, ja, gucken wir gleich nochmal. Wir arbeiten ja einfach mal Stück für Stück ab. Weil in irgendeiner sollten wir mit einer glänzenden Rüstung vorbeikommen, weil der ja mal geblendet wurde von einer glänzenden Rüstung. Ich glaube, das war nicht hier. Hier ist auch nichts im Wasser, was man angeln kann. Also ich könnte jetzt hier... Ach nee, hier kann ich reinlaufen. Aber hier ist nichts, was man angeln kann, leider. Schade. Hier ist was man angeln kann. Junggeselle. Wer bist du denn? Sind nicht zugelassen. Ach so. Ihr braucht eine Ische. Naja, der mit der Heirat. Gut, die müssen wir uns merken, dass hier die Heirat ist. Dann holen wir hier mal schnell was aus dem Wasser. So. Alter. Ah. Wie soll ich den denn einholen, wenn er sofort gegenhält, Alter? Das ist ja wohl der größte Schwachsinn. So, komm. Die Angelpartien sind ein bisschen nervig. Ich glaube, ich muss immer dann mit A gedrückt halten, solange. Jetzt ist er weg. Ich verstehe es nicht. Ich drücke und drücke, aber es passiert einfach nichts. Das ist doch wohl so ein Dreck, ist das. Also ganz im Ernst, da fände ich das System von Halo... Weißt du, da können sie über Fable 3 meckern, wie sie wollen. Aber das System, das finde ich dann wesentlich besser. Alter, jetzt hol den wieder ein. Man soll nicht zu gierig sein. Lass mal den mal ein bisschen Leine. Alter, komm, lass dir den mal ein bisschen Leine. Alter. Ja, geht doch. Ey. Silberschlüssel. Hey. Gut. Hat sich ja gelohnt. Gut, von hier aus reisen wir dann einfach mal zum nächsten Tor. Witchwood. Witchwood war keins mehr. Oakvale? Südbowerstone? Greatwood müssten wir eigentlich hin irgendwie. Greatwood Kallistor. Oh, Greatwood Kallistor, nicht das. Das ist ja mittendrin. Gut, wir gehen einfach mal zu dem Kallistor. Und dann gucken wir mal, wo genau das war. Also in der nächsten Folge heißt das, ein paar Tore ablaufen. Ist also nicht so furchtbar spannend. Aber ich will halt irgendwie mal eins der Tore endlich aufkriegen. Und dazu muss ich leider herausfinden, welcher das mit der... Ich glaube...
So. Karte. Karte. So. Galtwood Kallestor, Obstfarm. Darkwood Eingang. War es hier? Da war es nicht. Nordhall Glade, Grabhügelfelder, Haus der Familie Grey, die Felsspitzenfahrt, Greatwood Eingang. Ranzoomen. Da war es auch nicht. Da waren bloß haufenweise Viecher. Höhlen, da war eine. Mitten im Sumpf. Wir befinden uns gerade dort. Ne? Wo befinden wir uns? Da. Greatwood. Also müssen wir praktisch nach rechts rüber. In die Höhlen. Ach nein, nach unten. Eins weiter nur. Greatwood Eingang. Greatwood. Schlucht. Da war, glaube ich, auch einer, ne? Ja. Das heißt, einmal in der Schlucht. Oh, super. Welchen nehmen wir zuerst? Den in der Schlucht? Ja, war. Nehmen wir zuerst den in der Schlucht. Ja, doch. Nehmen wir den in der Schlucht. Und wir sind natürlich dann jetzt. Also, wir machen das mit der Schlucht in der nächsten Folge. Da gehen wir beide Tore ab, die hier in der Greatwood sind. Und einer von den beiden war das mit der glänzenden Rüstung. Da bin ich mir richtig sicher. Wir sind ja jetzt auch in der glänzenden Rüstung unterwegs. Das muss ja eigentlich reichen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine glänzende Plattenpanzerrüstung gibt. Ist mir auch relativ schnuppig. Ich will auf jeden Fall mal gucken. Und wenn wir die nicht aufkriegen, gehen wir nach Orkwell, holen uns dort den Pilz oder nochmal die Info, wo der Pilz sein soll, und heiraten die Olle. So. Ich würde sagen, das klingt nach einem Plan. Und dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder, nämlich morgen. Sagt einfach schon mal Tschüssikowski, bis dann. Ciao.